Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Ja. Ja, nicht? Holland und ihren Tugenden. Tja, die Dummheit hat mal wieder gewählt und gesiegt. Jo. Und was macht man mit dummen Menschen? Wenn man schon versucht, sie wach zu machen und sie immer noch weiter schlafen, ja, dann ist schon schwierig, nicht? Ist schon wirklich schwierig. Ich habe mir gerade ein Bierchen aufgemacht. Ich habe gedacht, Mensch, vielleicht kann ich ja dem Wilders feiern für seinen Sieg, aber ich habe da auch von Anfang an auch nicht so wirklich dran geglaubt. Aber irgendwie habe ich gehofft. Ja, hoffen kann man ja. Ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. So, nun ist es so, trotzdem Prost. Zumindest gibt es ein paar Sitze für die. Na toll. Ja. Ja, das ist so. Also. Diese Menschen, die werden das erst merken, wenn wirklich alles im Arsch ist und wenn es zu spät ist. Und wir von Anfang an gesagt haben, dass es so nicht gehen kann. Allerdings haben es viele nicht begriffen, auch in Köln. Stehen da und wir sind für die Werte Europas, bla 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 und hier und da und das ist alles nur nichts weiter auf Geldmacherei ausgeht mit der Europäischen Gemeinschaft und nicht nur das, sondern eben halt auch ne, dem Bürger Europas zu diktieren, was sie zu tun und zu lassen haben. Ja? Schon fast. Richtig so im privaten Sinne. Da hat überhaupt noch keiner begriffen. Und das größte Übel kommt ja noch. Ja? Der Islam wird wie ein Sturm über uns herfallen. Und wir werden nichts, aber auch nichts mehr dagegen machen können. Weil Dummheit wählt. Dummheit darf wählen gehen. Oh Mann, ey. Ja, dann hoffe ich ja nur, dass diese dummen Leute, die gewählt haben, dass es denen zuerst trifft. Nicht wahr? Aber es trifft ja sowieso meistens immer nur den Falschen. Ist ja nun mal so. Ja. Wieder einmal eine Enttäuschung mehr. Ich hoffe nur, dass jetzt nur noch Frankreich, Marine Le Pen mit der Front National, dass es zumindest damit was wird. Aber soll ich euch was sagen? Die Chancen stehen auch nicht gerade sehr positiv. Und das wollen wir ja alle, dass es positiver wird und besser wird. Aber wenn man diese Lobbyistenparteien, die nur auf Macht und Geld aus sind, ja, und nicht das Wohl des Volkes aus sind eine neue Weltordnung schaffen wollen, ohne das Volk gefragt zu haben. Und das Volk wird ja sowieso nicht eingebunden. Und Kurt hat das ja auch sehr gut erklärt. Ja, ich muss ja nicht alles wiederholen, aber ja, es ist ja so, dass alles nur darauf hinausläuft, das eigene Volk zu deckeln.
und zu dengeln. Ja? Und nichts weiter. Es ist eine Farce. Mir fällt echt nichts mehr dazu ein. Dummheit hat gewählt. Boah. Unglaublich. Gibt es wirklich so viele dumme Menschen? Ich verstehe das nicht. Ehrlich nicht. Da begegnet uns das Übel tagtäglich in ganz Europa. Und trotzdem werden diese Leute immer wieder gewählt, die uns das Elend gebracht haben. Das muss man mir mal logisch erklären. Da kann man mal sehen, dass es viel zu vielen immer noch viel zu gut geht. So, und wenn es dann passiert, das große Übel, nicht nur, dass die EZB, ja, schon das Volk rein finanziell, sag ich mal, gedengelt hat, ja, Wirtschaftsausschwung? Wie das? Womit? Europa ist eine Mogelpackung. Das ist so ungefähr, ihr müsst euch Erfinder vorstellen. Also wenn ich was erfunden habe, ne? Wer profitiert denn davon? Natürlich der Erfinder. So, und wer ist der Erfinder dieser europäischen Gemeinschaft? Genau, Deutschland. Und Deutschland, ja, ist komischerweise nicht nur das große Land in der Mitte Europas, sondern auch das reichste Land in der Mitte. Na, wie kommt denn sowas? Die anderen Länder drumherum um Deutschland gehen zugrunde rein finanziell. Man muss sie finanziell unterstützen, nicht nur das, sondern auch Rettungsschirme etc. pp. Und weiß nicht was, ja. Und wir haben die ganze Kohle? Das ist doch komisch, oder? Ja, mit was für Mitteln arbeiten die denn da? Natürlich nicht mit rechten Dingen. Das ist Mafia auf größter Ebene, ist das. Ja? Naja, was soll's. Ist gelaufen, Holland, du hast verkackt. Ja? Und traurig, traurig, traurig. Ja? Aber ja, mir kommen noch nicht die Tränen. Es gibt ja noch einen Hoffnungsschimmer und das ist Frankreich. Und hoffen wir, dass wenigstens die Franzosen, weil die Franzosen sind ja eigentlich immer für ihre revolutionäre Arbeit sehr bekannt. Und vielleicht sind sie in diesem Sinne dieses Mal auch wieder Revoluzzer. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Ja? Also ich drücke Marie Le Pen alle Daumen, dass sie es schafft. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht verscheißern. Wenn hier in Deutschland die Wahlen kommen, wählt verantwortungsvoll. Macht's gut. Bis dann.